Vergrößern, Verkleinern. Dominik Drexler, L., wechselt von Holstein Kiel zum FC Midtjylland. Urheberrecht Getty Images. Nach dem Fastaufstieg in die Bundesliga muss Holstein Kiel den nächsten personellen Nackenschlag verkraften. Dominik Drexler zieht es zum dänischen Meister. Der Adalas bei Holstein Kiel hält an, auch Leistungsträger Dominik Drexler verlässt das Zweitliga-Überraschungsteam der vergangenen Saison. Der 28-Jährige schließt sich für 4 Jahre dem dänischen Meister FC Midtjylland an. Dies gaben die Skandinavier am Mittwoch bekannt. Die Ablöse könnte laut dänischen Medien bei 2,5 Millionen Euro liegen. Der FC Midtjylland ist ein Top-Club in der dänischen Super League. Das war ein wichtiges Kriterium für mich, denn ich möchte um Titel spielen, sagte Drexler, der in der vergangenen Zweitligasaison mit 12 Toren und 11 Assists auf sich aufmerksam gemacht hatte. FCM-Sportdirektor Sven Gravesen betonte, dass sich sein Club gegen Interessenten aus der Bundesliga durchgesetzt habe. Mit Midtjylland spielt Drexler die Qualifikation zur Champions League. Trainer und Sportchef Weckiel hatte nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg bereits die Abgänge von Trainer Markus Anfang 1. FC Köln und Sportchef Ralf Becker, Hamburger SV, hinnehmen müssen. Der Leihvertrag von Torschützenkönig Marvin Ducksch FC St. Pauli, lief zudem aus. Gleiches gilt unter anderem für Aaron Seidel, FSV Mainz 05, und Tom Weiland, VfL Bochum.